Die Idee mit dieser Krippe am Dürks und Backhüst, das war so ein Zufallsfund. Aber diese Stelle, die ist ja hier selten ideal, weil Maria und Josef stehen hier fein im Unterdach. Der Hirtenjunge dabei, Krippchen, Jesuskind, alles noch fein wind- und wettergeschützt. Perfekt finde ich diese Stelle, dass wir da nicht schon eher drauf gekommen sind. Ja. Es sind in total 53 Standorte und über 100 Krippen. Also über 100? Über 100, eher 150. Die genaue Zahl weiß ich nicht, weil es auch teilweise sehr, sehr kleine Krippen gibt, die bei Karz Kardoschok heute aufgebaut worden sind. Und also eher 150, glaube ich. Ja. Ja. Und wer hat das organisiert? Ja, zum dritten Mal, ja. Und das habe ich dieses Jahr an und für sich deswegen organisiert, weil sonst ja eigentlich gar nichts anderes stattfinden kann. Und wir mit dieser Krippentour, glaube ich, in Corona-Zeiten einigermaßen auch ein Kulturangebot bieten können, was für Jung und Alt, für Kinder wie für Senioren zugänglich ist und ja, wo alle Freude haben, ein bisschen etwas ursprüngliche Weihnacht zu erleben. Ja, tolle Idee. Und das ist die Nummer eins. Es gibt hier nebenan Flyer in dem Kästchen hier vorne an der Straße sind Flyer drin. Also die Leute, die sich spontan entscheiden, finden hier auch die Wegbeschreibung. Hier an der Straße ist an der Langen Flora. Genau, an der Langen Flora. Mhm. Mhm. Und die erste Krippentour, das war doch im Rahmen der Krake, oder nicht? Ja, genau, 2017. Da sind wir mit 33 Standorten gestartet, 2018 mit 46. Ja, es wächst. Ja, und es gibt auch noch ganz was Besonderes in diesem Jahr wieder? Ja, das Hasensuchspiel meinst du, ne? Ja, genau. Das wird natürlich auch wieder stattfinden. Es gibt 5 Hasen, die versteckt sind. Und der Gewinncoupon, der hängt mit an dem Flyer dran. Und das kann überall in allen Geschäften abgegeben werden. Ja, und am Mitte Januar, 21. Januar, glaube ich, wird die Ziehung stattfinden. Der Hauptpreis wird eine voll ausgestattete Krippe sein für im Wert von ungefähr 150 Euro. Und viele andere schöne Preise gibt es dazu. Ja, schön, dass du das organisiert hast. Vielen Dank und ja, gutes gerne. Gelingen.